Falls ihr ein Auto habt, dann hoffe ich einfach mal, dass wenn ihr falsch parkt, nicht ganz zufällig dieser Typ an euch vorbeifährt. Denn das hier ist der verdammte Anzeigenhauptmeister. Und Falschparker sind sowas wie gottlose Sünder in seinen Augen. Für ihn ist es schlimmer, sein Auto für 2 Minuten 1 Zentimeter über der Parklinie stehen zu haben, als jemanden zu töten. Entspannt, kann ich verstehen. Und naja, falls ihn hier jemand nicht kennt, was eigentlich nicht sein kann, lebst du etwa hinter dem Mond? Ich bringe euch kurz auf den Geschmack. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Yep, der Bre fährt halt wirklich durch ganz Deutschland und will in jeder Großstadt mindestens einen Falschparker anzeigen. Cooles Hobby, Bro. Geiles Lebensziel. Andere wollen auf den Mars fliegen, Fußballprofi werden, die Welt retten, Menschen helfen. Und er will einfach Falschparker anzeigen. Seine Mom ist bestimmt stolz auf ihn. Ich fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker und zeige sie beim Ordnungsamt an. Der parkt im eingeschränkten Haltverbot. Zeichen 286. Man darf hier nur halten, aber nicht parken. Okay, übertreibt. Der kann sogar die Paragraphen auswendig. Also der hier steht mit dem falschen Winkel gemäß Paragraph 62 Absatz 1ab Zeile 4 Satz 3 zum Parkschild. Das geht gar nicht. Andernfalls kostet das jetzt in dem Fall 25 Euro. Was heißt denn halten und parken? Wer länger als 3 Minuten hält oder sein Fahrzeug verlässt, der parkt. Oha, wer auch immer kurz sein Auto da hingestellt hat, wurde gefickt. Ich kann das nicht ernst nehmen, wie er da steht mit seinem gelben Warnoutfit wie eine Biene und dort rumsummt nach den Falschparkern. Fahrradhelm auch immer am Start, zum Schutz, falls ihnen jemand mal eine Bombe geben will. Ob der nächste Verkehrshünder diese Regel auch kennt? Guckt ihn euch doch bitte an. Der denkt neue Sherlock Holmes mit Beweisfotos. Die gehen dann direkt auch ans Amt. Kein Pardon bei Falschparkern. Der Typ nimmt das wirklich alles viel zu ernst. Und nachdem die Dokumentation über ihn rausgekommen ist, kennt ihn gefühlt das ganze Land. Manche feiern ihn und wollen Fotos. Und manche wollen ihn gefühlt mit Mistgabeln und Fackeln aus dem Land jagen. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness. Rosenthaler, ich verteile die Päckchen dicker als ob du... Chill, wieso gehst du so nah an sein Gesicht ran? Na, wie gefällt dir das jetzt, wenn man dich filmt? Wie gefällt dir das? Das geht auch gleich ans Amt. Und ich hoffe, du stehst da nicht im Halteverbot mit deinem Fahrrad. Das ist übrigens auch sein Gefährt. Damit tuckert er durch ganz Deutschland. Noch nie jemand gesehen, der die Straßenverkehrsordnung so ernst genommen hat. Und auch noch nie jemanden gesehen, der Spiegel an seinem Fahrrad hat. Alles klar, das ist die Definition von Allmann. Ich feiere es irgendwie mies, wie entspannt auf Laidback er da so fährt. So richtig wie ein Boss sitzt er da auf seinem Fahrrad. So ganz entspannt nach hinten, wie in einem Lowrider. Wayo, wayo. Wo befindet sich der nächste Falschparker? By the way, das ist er ohne Helm. Ja, falls es jemanden interessiert hat. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Eigentlich ist er nur so ein random Typ, der Langeweile hat und wahrscheinlich irgendwas in seinem Leben erlebt hat, dass er miesen Hass auf Falschparker schiebt und deswegen denen das Leben zur Hölle machen will, oder? Und dann ist es halt immer mehr geworden. Hat dich das schon immer gestört, oder? Ja, also stören tun Falschparker grundsätzlich. Hast du da irgendeine Erfahrung gemacht? Nee, konkrete Erfahrung nicht. Ach so. Also er macht das einfach so. Einfach so, ohne Grund. Wie ekelhaft. Bah! Hätte er wenigstens ein Trauma von irgendwas, dann okay, hätte ich noch verstanden. Aber dass er das einfach so straight up ohne Sinn macht, ist geisteskrank. Wie soll sich unsere Menschheit weiterentwickeln, wenn so jemand auf den Straßen unterwegs ist, mit dem einzigen Ziel, das Leben von anderen zu erschweren? Stell dir vor, da ist so eine Mutter, die schnell ins Haus musste, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist. Dann kommt die raus und bekommt Anzeige von irgendeinem Typen im Clownskostüm, wie bei Fasching, der mit einem Fahrrad unterwegs ist, wo Polizfee draufsteht und muss dafür noch Geld bezahlen. Wir leben in einer Simulation. Wir wurden entdeckt. Ja, den Fall, den hatte ich zum Beispiel auch einen Kalbe gehabt. Da hat auch das Ordnungsamt gesagt, nee, die bearbeiten sowas nicht. Habe ich einfach zur Polizei weitergeleitet. Die haben es bearbeitet. Das hat dann auch geklappt. Ja, habe ich das Ordnungsamt schön ins Ausgewischt. Hä? Wie stolz er darauf ist, ey, das ist so gottlos.
Ja, da hast du dem Ordnungsamt richtig eins ausgewischt. Die werden sich bestimmt ärgern und denken, oh nein, da hat uns der Anzeigenhauptmeister Niklas Mattei aber dran bekommen. 1-0 für ihn. Nein, ein Sch*t wird das so passieren. Die denken sich bestimmt bei jeder Anzeige, die reinkommt und seinen Namen lesen, so, oh nee, nicht der schon wieder. Hat der nichts Besseres zu tun? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr reagieren würdet, wenn der Bre vor eurer Haustür euer Auto fotografiert und dann sagt, dass das ans Ordnungsamt weitergeleitet wird und ihr eine Anzeige bekommt. Meine Reaktion original genau so. Mach dich ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Mach dich ab, du Vogel. Also mache. Ja. Ab, jetzt stehst du auch auf dem Grundstück. Also. Ja, das nicht eingezäunt, darf man ja auch. Was ein Ekelhafter. Das ist echt übertrieben. Und wie gehässig er noch wegläuft und sich wahrscheinlich ins Fäustchen lacht. Wie kann man sich so ergötzen an sowas Unangenehmen und Belanglosen? Menschen gibt's, das ist crazy. Ich korrigiere mich nochmal. Wenn ich ihn treffen sollte, dann würde ich das tun. Spaß, 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 Spaß. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Nur ein kleiner Gag. Ja, alles mit Humor nehmen. Und das Video hier ist auch nur von einer Parodie, okay? Das ist nicht echt. Das ist nicht er. Ich distanziere mich von gewalttätigen Handlungen. Und bei meiner Hollywood-reifen Recherche bin ich noch auf ein paar andere Informationen gestoßen, die das ganze Ding nochmal komplett anders dastehen lassen. In einem Gespräch mit MDR Aktuell spricht er später aber nur noch von 32.000 Euro und insgesamt 4.000 Anzeigen. Der Bürgermeister von Gräfenhainichen, Enrico Schilling, sagt, es wären 2023 nur 900 Anzeigen eingegangen und davon haben 12 ein Bußgeld bekommen. Somit kommt man nur auf 357 Euro. Belegt wird die Aussage des Bürgermeisters durch eine Stellungnahme der Stadt. Oh mein Gott. Also das heißt, der Typ fährt da wirklich den ganzen Tag rum? Also er fährt ja wirklich den ganzen Tag rum. Der hat keine Arbeit, Schule oder Zukunftspläne, sondern macht nur das. Dann f***t er jeden ab und macht 1000 Fotos und Anzeigen. Und dann werden so 12 von 900 angenommen. Bro, das sind gerade mal 1%. Ach du heilige Scheiße, der Typ ist ja noch peinlicher, als ich gedacht habe. Das heißt, er macht das alles, weil er der Anzeigenhauptmeister sein will. Aber am Ende kommt nichts dabei rum und er ist irgend so ein Clown, der seine Zeit verschwendet. Hä? Das kann nicht sein. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist ja so cringe. Der wastet das kostbare Leben dafür. Egal. Hauptsache Deutschland hat wieder ein neues Meme gefunden. Und zwar, wie viel ist dein Outfit wert? So, fang du an mit den Schuhen? Oh nein. Er macht doch noch ein wie viel ist dein Outfit wert. Die Jungs sind doch nur am Trollen, Mann. Wie viel würdest du sagen? Durchschnittspreis. So 3000 Euro? Nee. Also so 60 Euro. Stabil, ja? Mehr braucht man ja auch nicht. Hätte mich jetzt gewundert, wenn er mit so Hypebeast-Schuhen unterwegs ist. Obwohl, die hier hätten auch gut gepasst zu ihm. Dann die Hose. Gibt es im Baumarkt für 50 Euro, okay? Und die Jacke? Was hast du drunter? Die Preise davon werden ansteigen, weil jeder zum nächsten Fasching oder Karneval sich als er verkleiden wird. Bestes Investment, was man 2024 machen kann. Vertraut mir doch einfach. Ein T-Shirt runter? Was für eins? 30 Euro? Nee, kannst du. 10 Euro. Und der Helm? Im Hintergrund auch schon die nächsten. Ey, 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 das ist der Anzeigenhauptmeister. Direkt die nächsten, die ihn gleich trollen werden für ein TikTok. 60 Euro. Okay. Und das Fahrrad, wie viel ist das? Und 400. 400. Okay, Dankeschön. Ich kann nicht glauben, dass ich mir gerade wirklich ein wie viel ist dein Outfit wert vom Anzeigenhauptmeister reingezogen habe. Was mache ich nun mit meinem Leben? Naja, immerhin fahre ich nicht in Deutschland rum und fotografiere Falschparker. Das wäre noch schlimmer. Ach übrigens, der Typ hat tatsächlich Schläge bekommen irgendwo im Stadion oder so. Das ist wirklich nicht cool, Mann. Egal wie dumm auch das ist, was er tut, mit Gewalt kann man wirklich nicht antworten. Das ist uncool und gehört sich nicht. Das geht gar nicht. Was motiviert dich jeden Tag, diese Arbeit zu machen? Naja, ist halt mein Hobby. Ist dein Hobby? Ja. Ich habe gehört, du hast letztens Schläge bekommen? Ja, kommt regelmäßig vor. Regelmäßig? Regelmäßig sogar. Oh Gott, der Arme. Und der macht trotzdem noch weiter. Der denkt auch, er ist Superheld und muss die Welt retten. Ja, 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 ja. Die Leute verstehen noch nicht, ne? Ein Friedenskämpfer. Mach das einmal in Duisburg und ich glaube, das war's für ihn. Und was, wie reagierst du denn darauf? Die Polizei hat noch fragen. Hey, stark. Und der hilft mir auch Geld einnahmen. Und dann verdienst du Geld damit? Ja. Das ist eine Geschäftsphase. Man muss nur wissen, wie man es anstellt.
Oha, neues Business entdeckt. Er lässt sich schlagen für Geld. Krass, ja? Naja, jeder wie er mag. Ich mach dann doch lieber was Normales, um an Geld zu kommen. Ach, was laber ich? Ich mach YouTube-Videos. Ich bin doch mindestens genauso verloren wie er. Ich hab echt keine Ahnung, was ich noch zu ihm sagen soll. Der Typ ist mir ein Mysterium. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das lustig findet von ihm oder einfach nur traurig. Ach ja, und übrigens zeige ich euch an, wenn ihr nicht abonniert und das Video liked. Und vertraut mir, diese Anzeige wird durchgehen beim Ordnungsamt. Und damit, haut rein. Wir sehen uns morgen wieder.